spirit coexist, dreams and wishes are fulfilled. Such is the life of all who live in Risa Maxia, where hope springs eternal. The spirits have the power to bring man's wishes to fruition. And in turn, those wishes preserve and protect the spirit's livelihood. Therefore, it could be said that Maxwell, the Lord of the Spirits, is in fact the guardian of all things. In this world, no known evil exists that could threaten this harmonious cycle. But if one did, perhaps it might lurk in the hearts of men. Wow, ich habe voll diesen unendliche Geschichte-Flash. Fantastisches Intro. Schön, ne? Und wieder mal was gelernt. Wenn etwas Böses kommt, dann natürlich aus dem Herzen der Menschen, nicht wahr? Ja, ich mache auch immer alles kaputt. So sorry. Aber hier, diese Idylle, die wir am Anfang gesehen haben, die gerät in Gefahr und wir müssen die Scheiße ausbaden. So sieht's aus. Um genau zu sein, Jude, der hier, ein Medizinstudent, und Mila, ein Geist in menschlicher Form. Ist das dann Mila? Das ist Mila und das ist Jude und das ist die Szene, wo sie sich zufällig begegnen. Und so verstrickt sich halt die Geschichte und natürlich wieder mal das gute alte japanische Abenteuer entsteht daraus. Ist aber wirklich schön gemacht. Hat vor allem in der zweiten Hälfte schöne, viele Wendungen und auch Überraschungen in der Story. Hab gerade gesehen, er ist furchtbar schüchtern. Also erfüllt das wieder alle Klischees, das Spiel? Es hält sich in Grenzen. Also du hast natürlich schon ein paar Standardstereotypen, aber ich bin der Meinung, die Charaktere sind sehr, sehr interessant, haben auch vor allem eine gewisse Tiefe. Also die Entwickler nehmen sich auch Zeit, die Gruppendynamik schön in den Vordergrund zu stellen und die Charaktere sind quasi der Star vom Spiel. Ja, aber zu einem lustigen Sidekick und Comic Relief haben sie sich trotzdem hinreißen lassen. Absolut, und ich muss auch sagen, dass es super gelungen ist. Meine absolute Lieblingsfigur, Tipo, ein sprechendes Stofftier. Ach Japan, wenn es denn gut gemacht ist und spaßig, dann gutheiße ich so einen Blödsinn. Ja, das war sehr nett von dir, zu helfen. Und wie ich sehe, hat meine ganze Heldenklicke dann zusammen mit der Zeit? Genau, du hast 6 Charaktere dann im Verlauf des Spiels. Du kannst die, also 4 davon benutzen im Kampf, den Rest kannst du immer reinwechseln sozusagen. Und sie teilen sich auch teilweise von der Story her auf. Mhm. Das ist übrigens ein typisches Feature für die Tales of Spiele, die Plaudereien. Da kannst du optionale Zwischengespräche einblenden lassen, wo du ein bisschen mehr über die Charaktere erfährst, wo du aber auch einfach sehr ulkige Momente hast teilweise. Super gemacht und immer wieder schön anzuschauen. Super cute. Those are ears. For shame. You're terrible with kids. I'm sorry. Das ist trotz der simplen Technik gar nicht mal so schlecht. Und hier sehen wir, lass mich raten, die Überwelt. Richtig. Anders als in vorherigen Tales of Spielen, ich meine, Graces kannst du jetzt mal ausnehmen, gibt es diesmal keine begehbare Überwelt, so wie es zum Beispiel in Tales of Hesperia war. Dafür hast du diese Schnellreisekarte, hast aber dafür ziemlich umfangreiche Gebiete. Allerdings, sowohl grafisch sind die echt nicht mehr zeitgemäß, als auch nicht sonderlich viel zu tun drin. Du hast Monster und du hast Sammelgegenstände, die du aufsammeln kannst. Aber ich sehe zumindest, es scheint keine Zufallskämpfe zu geben. Man kann den Monstern anscheinend auch einfach ausweichen. Richtig. Wie kommt man denn in den Kampf? Man lässt einfach so ein Monster auf sich zurennen und dann kommt man auf einen Battle-Bildschirm oder kämpft man auf dieser Spielwelt? Du kämpfst in einem Battle-Bildschirm und du kannst sehen, wie du auf dich zukommen lassen oder du überraschst sie, wenn du von hinten angreifst. Von hinten? Ja, Sebastian, das gefällt dir wieder. Da sind wir gerade die Kämpfe, die sind ziemlich gut gelungen. Das ist ein typische Tales of Action-System. Also du hast Kombos, du kannst ausweichen, du kannst blocken, du kannst auch frei in der Gegend rumlaufen. Interessant und neu ist die Möglichkeit, sich zu verbinden. Also du kannst immer Zweierteams bilden mit den Charakteren und das gibt dir mehrere Vorteile. Zum einen helfen dir deine Partner automatisch, also er blockt teilweise Angriffe, die auf dich gerichtet sind, oder umläuft den Gegner und greift ihn von hinten an. Dann kannst du den Gegner in die Mangel nehmen. Ist ja gut, Sebastian. Du hast eine gewisse Fixierung, gell? Nein, ich bin einfach nur sehr albern. Sieht ganz vernünftig aus, erinnert mich ein bisschen an Rogue Galaxy, an Final Fantasy XII, an solche Spiele. Hat eine gewisse Ähnlichkeit, klar. Oder halt auch Tales of. Ja, die kenne ich halt nicht so gut, die Reihe. Ah, auch spektakuläre Superattacken sind drin. Richtig, das ist das Schöne daran, du kannst du kannst erstmal Teamattacken machen mit deinem Partner, wenn du genug Energie dafür hast, und kannst sie dann in richtige Ketten zusammenbinden und auch noch krasse Finishing Moves dann packen. Also das Schöne an dem Kampfsystem ist, du hast es schnell erlernt, es hat aber sehr viel Tiefe, um es zu meistern. Also man kann sich was zusammentüfteln, wenn ich jetzt noch und dann lädt dieser Balken und dann bringe ich ihn in Stellung. Genau. Also wer das haben mag, der kann sich da sehr gut einarbeiten.
Und hier wird auch getüftelt, das ist das Sphärobrett des Spiels an einem Sphärospinnennetz. Ah, Sphärobrett, Final Fantasy X, ja. Das ist die Lilium-Kugel, aufgebaut wie ein Spinnennetz. Auf der gibt es halt verschiedene Punkte, die du freischaltest, die geben dir dann Statuswerte. Das Interessante ist, dass in der Mitte dieser Spinnennetzteile Spezialfähigkeiten sind. Das heißt, wenn du einmal drumherum gelaufen bist, kriegst du noch mehr. Hm. Und je weiter du es ausbaust, desto größer wird es und du kriegst auch mit der Zeit noch ein zweites. Ist interessant gemacht, ist auch vor allem motivierend. Und top hast du noch Fähigkeiten, die du jetzt mit Fähigkeitspunkten ausrüsten kannst. Also sind hauptsächlich passive Fähigkeiten, manchmal auch aktive Fähigkeiten. Also eher so Perks und Buffs und man hat ein begrenztes Budget an Punkten und muss sich entscheiden, wo investiere ich die. Ganz genau. Und das ist besonders gut gemacht. Du kannst die ganzen KI-Begleiter komplett individualisieren, also wie sie agieren soll im Kampf. Ah. Das heißt, du kannst ihnen sagen, sollst du lieber mehr Heilungsfähigkeiten einsetzen, machst du eher so hau drauf. Was machen sie mit Items? Wann benutzen sie Items? Das ist ziemlich gut gemacht, so wie in Final Fantasy XII mit den Gambits. Ja. Das geht das auch sehr in die Tiefe. Richtig, und das ist auch sehr, sehr wertvoll, weil das sorgt dafür, dass du wirklich dich nicht konzentrieren musst auf irgendwie einen Kleinscheiß im Kampf, sondern dich konzentrieren kannst auf die Attacken. Also ich habe den Eindruck, storymäßig, inszenierungsmäßig, ein sehr traditionelles Japan-Rollenspiel mit einem sehr tiefgründigen Kampfsystem. Ja, und sehr, sehr gut gelungen. Definitiv eins der besten des Jahres. Ja, wow, das habe ich gar nicht kommen sehen. Ich schon. Oh,